Herzlich willkommen in dem heutigen Video hier bei BBG Aquaristik Leben. Heute möchte ich dir einmal die Ludwigia palustris Super Red ein bisschen näher vorstellen, dir alles wissenswerte dafür an die Hand geben, wie man sie hält, ja, worauf man zu achten hat bei dieser schönen Pflanze und warum ich persönlich diese Pflanze wirklich auch sehr mag und ja, vielleicht möchtest du ja denn anhand ja, meiner Impulse, die ich dir heute mit an die Hand gebe, vielleicht auch diese Pflanze einmal in deinem Aquarium halten. Ja, ich wünsche dir denn jetzt viel Spaß beim Schauen des Videos und wenn dir das Video gefällt, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen und ja, viel Spaß beim Schauen. Ja, in diesem Video heute geht es einmal um die Ludwigia palustris super red und ich möchte dir heute diese Pflanze einmal ein bisschen näher vorstellen und ein bisschen was darüber erzählen, was ich so für Erfahrungen hier gemacht habe. Ja, die Ludwigia palustris Superred hier gerade zu sehen in meinem 30 Liter Nano Cube, wo ich mein wetter Splendens äh, gehalten habe und auch diese Pflanze gehalten habe und zwar im Hintergrund eines 30 Liter Cubes und da finde ich hat sie auch einen super Platz, denn sie kommt ja ursprünglich aus Südostasien und mag tatsächlich Wasserwerte von weich bis mittelhart. Und ich halte sie hier bei einer GH von 7 und einer KH von 4. Aber von 2 bis 20 ist bei der GH alles möglich und von 0 bis 14 bei der KH. PH-Wert sollte so bei 5,0 bis 7,0 liegen. Ich fahre hier tatsächlich 7,0. Und Temperaturen sind so üblich zwischen 18 bis 28 Grad. Auch hier habe ich mich eben für Zimmertemperatur entschieden, also bei 22, 23 Grad. Ja, ich mag das ein bisschen wärmer zu Hause. Ja, die Ludwigia palustris super red ist ja wirklich eine schnell wachsende, pflegeleichte Stängelpflanze. Hier wunderbar zu sehen. Sie bildet halt wirklich super Rottöne aus, von dunkelrot bis hellrot ist hier alles möglich, je nach Lichtbedarf. Und hier jetzt weiter unten zu sehen, tatsächlich umso weniger Licht, ne, umso weniger Rottöne bilden sich und umso grüner werden die Blätter. Hier jetzt mal ein Gesamtüberblick von meinem 30-Liter-Cube. Da ist hier wirklich bis nach oben gewachsen, schön zum Licht. Und umso höher sie dem Licht kommt, umso roter werden tatsächlich dann auch die Blätter. Ja, Einsatzgebiet, wie gesagt, Hintergrund, Mittelgrundpflanze, je nach Größe des Aquariums und die Wuchshöhe, wie man hier schon schön sieht, 20 bis 40 cm können die wirklich hoch werden und 4 bis 7 cm breit. Ja, ein öfterer Rückschnitt lässt, sich, äh, lässt sie halt buschiger wachsen und somit auch dichter werden. Ich habe mich hier allerdings entschieden, sie wirklich höher wachsen zu lassen, weil ich hier eben auch sie als Hintergrundpflanze, schön als roten Farbtupfer eben haben wollte. Allerdings kann man sie eben auch gut klein halten. Von der Vermehrung her über Stecklinge, wie bei so vielen äh, ja, Stängelpflanzen quasi, ne, man... Trennt sie dann eben halt irgendwo in der Mitte oder weiter unten ab und steckt die abgeschnittenen Stänge dann wieder in den Bodengrund. Da bilden sich neue Wurzeln aus und dann wachsen sie wieder von vorne. Und wunderbar. Ja, sie kann auch sehr gut Emers wachsen. Das werdet ihr nachher nochmal kurz sehen. Und ja. Dann eben natürlich dort nur für genügend Feuchtigkeit sorgen. Ich habe das jetzt hier in meinem 30 Liter Cube natürlich eher nicht emers ausprobiert. Allerdings, allerdings haben auch einige Blattspitzen über Wasser rausgeguckt. Das seht ihr dann gleich nachher noch im Video. Und vom Licht her, ne, hatte ich schon kurz erwähnt, kommt mit wenig Licht zurecht, ähm, gibt aber natürlich dann nicht so rote oder dunkelrote Färbung der Blätter. Jetzt hier bei mir würde ich sagen habe ich mittelstarkes licht für das kleine aquarium und da geht es allerdings wie gesagt weiter unten werdet ihr auch gleich noch mal sehen äh, ja da wird es denn denn manchmal denn doch eher kahler und eben nicht so schön rot ne, deswegen muss man sie tatsächlich auch wenn man sie klein haben will und buschiger Jetzt hier wunderbar zu sehen mit den grünen Blättern, eben weiter unten, ganz unten, wo es so dunkel ist, sind fast gar keine Blätter mehr. Das ist so ein bisschen eben auch so eine Gratwanderung, die man dann halt schon gucken muss, ja, wie es ein eben gefällt. Ne? CO2-Versorgung ist auch nicht zwingend notwendig, meiner Erfahrung nach. Allerdings natürlich profitiert die Pflanze immer von CO2. Zufuhr und dankt es dann mit kompakterem und dichterem Wuchs. Jetzt hier bei mir ohne CO2 und ja, nicht mit ganz so starkem Licht ist eben ja das kompakte Dichte schon nicht ganz so gegeben, ganz klar. Aber äh, für mich war das eben hier auch ja absolut in Ordnung. Also ich habe da keine Probleme mit gehabt, denn unter der Wurzel da... Ja, soll es ja auch dunkel sein, gerade auch für den Kampffisch, dass er sich dort dann eben auch mal zurückziehen kann. Aber das muss natürlich auch jeder für sich selbst entscheiden. Hier umso weiter eben das Licht. Ja, die Blätter oben erreicht, umso roter und dunkelroter ist dann auch die Farbgebung. Ich persönlich finde diese Pflanze wirklich sehr, sehr schön, weil man sie eben, weil sie eben schnell wächst, ne, weil sie pflegeleicht ist, wirklich pflegeleicht und eben auch ohne Düngung über die Wassersäule oder CO2-Düngung tatsächlich mit wenig Licht auch gute Rottöne. Ja, ein im Aquarium eben abgeben und abbilden. Auch jetzt hier nochmal schön zu sehen. Ne, da oben sieht man halt die kräftigen, ja, rotbraunen Farbtupfer und ich finde es wirklich sehr, sehr klasse. Auch die Plattform gefällt mir hervorragend. Ne, so ein bisschen so rundlich, ja, oval und ja. Also meinem Kampffisch hat es hier wirklich immer super gefallen. Er hat sich da immer schön oben denn in diesen Pflanzen abgelegt und sich ausgeruht. Also ihm hat es wirklich hier gut Spaß gemacht mit der Pflanze. Ich persönlich, wie gesagt, fand oder finde auch diese Pflanze hervorragend in kleinen Aquarien, aber eben auch im Mittelgrund in größeren Aquarien und ja ist einfach ein schöner Farbtupfer, lässt sich wirklich wunderbar integrieren. Und ist wie gesagt sehr, sehr pflegeleicht. Hier jetzt noch mal von oben, wie ich schon erwähnt hatte, ne, da gucken dann halt so Blattspitzen raus, die sind dann schon auch noch röter als die denn da unten. Sieht man hier wunderbar. Und ich fand es tatsächlich manchmal eben halt auch ganz gut, damit eben auch so ein bisschen das Licht abgeschattet wird für den Kampffisch. Ja. Und jetzt hier zum Abschluss noch mal ein paar Bilder äh, von dieser Ludwigia palustris. Und damit will ich euch dann auch entlassen. Bis zum nächsten Video. Ciao.